trage in erster Linie Verantwortung für dich, da hast du mehr als genug zu tun. Das Zitat, ich liebe es, denn wie oft sagen die Menschen, ja, ich trage für so viele Verantwortung, ich trage die Verantwortung für meine Familie, für meine Frau, für meinen Mann, für meine Eltern, für meine Kinder, gut, da muss ich sagen, für die Kinder muss ich wirklich Verantwortung tragen, wenn die Kinder noch klein sind, aber irgendwann hört das einfach auf. Wenn ich dann 70-jährige Eltern höre, ja, ich trage immer noch die Verantwortung für meine Kinder, dann muss ich definitiv sagen, oh, hier ist echt was schiefgelaufen. Anstatt die Verantwortung für sich selber zu übernehmen, da haben wir doch mehr als genug zu tun. Verantwortung, das heißt, was ist im Wort Verantwortung enthalten? Die Antwort auf was? Die Antwort auf mein Leben, die Antwort darauf, was richtig für mich ist und was falsch für mich ist. Und je schneller ich die Verantwortung trage, meine ureigene Verantwortung, desto mehr lebe ich mein Leben. Und alle Menschen, die dir begegnen, und ich bin mir sicher, du kennst einige davon, die am Jammern und Klagen sind, die am Lamentieren sind, die tragen leider, leider, leider nicht die Verantwortung für sich. Und das ist wirklich eine sehr, 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 sehr fatale Geschichte. Und hier musst du einfach aufpassen, dass du selbst ja nicht in die Falle reinläufst. In dem Moment, wo du weißt, wer du bist und wo du auch weißt, was du willst, weißt du auch, was du nicht mehr willst. Und dann halte dich doch daran. Es gibt doch keinen Sinn, immer über die Dinge zu lamentieren und auch da in der Hoffnung zu leben, dass sie sich ändern werden. Sie werden sich nicht von alleine ändern, weder jetzt noch sonst irgendwann. Verantwortung heißt Verantwortungsbewusstsein, zu wissen, was will ich wirklich. Und Verantwortung heißt auch, mutig zu sein, neue Wege zu beschreiten, Dinge anders zu machen als bisher, um andere Resultate zu erzielen, um einfach sich auch fort- und weiterzubilden, in die Performance reinzukommen für ein erfülltes, großartiges und glückliches Leben. Das ist doch eines der Hauptgeschichten, die wir brauchen in unserem Leben. In diesem Sinne, alles Liebe und Gute für dich. Tschüss, bye bye, ihr, euer Ernst Krameri auf dem Julierpass.